So, und da sind wir wieder nochmal eine Stunde oder so später. Wie man einen ganzen Tag damit verbringen kann, Asteroiden zu scannen und abwehrende Schiffe zu ignorieren oder was auch immer. Ja, komm. So, den müssen wir jetzt zerstören. Das kriegen wir hin. Ist mir völlig egal, kümmern sich andere drum. Ich bleib jetzt hier stehen und warte. Und deswegen sieht man auch, dass hier 12 Millionen Kargschiffe sind. Die ich jetzt alle abwehren werde. Egal womit. Und jetzt sind hier unbekannte Objekte. Die soll ich jetzt einsammeln, ja? Wenn die Karg da durchfliegen. Wollt ihr mich verscheißern? Ich guck mal kurz auf die Karte, ob es hier unbekannte Objekte gibt. Ich würde aber mal vermuten, nein. Galaxianischer Weizen wird es eher nicht sein. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation. Eine kurze und bescheidene Frage. Wie viele Schiffe sind das hier noch? Ich frage nur mal so. Boah, und wenn ich jetzt auf was anderes visiere als die Dinger hier... Das dauert noch 3 Stunden. Oh Gott. Als Belohnung erhalten Sie 500 Credits. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie 5. Wahrscheinlich haben die den unterwegs noch zerstört oder so. Ja. Und wir sind schon wieder dabei. Zum 12 Millionensten Mal. Bis ich die Geduld verliere und endgültig abbreche. Und noch ist es nicht so weit. So. Damit ihr hier jetzt, oder? Okay, wisst ihr, ich habe auch noch ein paar andere Ideen. Machen wir das doch einfach so. Ihr geht mir auf den Keks und ich mache euch kaputt. Okay? Jetzt werden ganz klein nicht dauern. Blablabla. Dieses Spiel hat so viele schöne Seiten, aber ich muss mit denen. Ja, natürlich kommt der nächste Schwarm. Meine Frage: Wie soll ich denn die Objekte hier einsammeln in der Zwischenzeit? Da sind 3 minimale, klitzekleine... Meine Güte, geh weg jetzt hier.
fliegen jetzt genau darauf zu. Ah, da sind wir dann an. Völlig wurscht. Okay, ich habe etwas zu viel Ruderoptimierung drauf gehauen auf das Schiff offensichtlich. Im Namen unseres Autopiloten. Stopp, sofort, bevor. Ja, genau deswegen. Ich hab das Ding jetzt zerkloppt. Wehe. Oh Gott, ich hasse euch. Geht weg. Geht weg, alle hier. Und die sind hier natürlich nicht auf der Scheißkarte zu sehen. Ich hasse euch alle. Wehe, wenn ihr die zur Sau gemacht habt. Mein Gott, was wollt denn ihr? Haut ihr auch mal ab jetzt hier und zack. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe. Der nächste bitte. Würdet ihr dann irgendwann nochmal verschwinden? Danke. Ist mir völlig wurscht, der nächste. Man kriegt nämlich keinen Warnhinweis, wenn man das kaputt gemacht hat. Keine Ahnung, was die sich dabei haben einfallen lassen. Aber Objekte, die ich nicht anvisieren kann, kann ich auch nicht im Blitzflug einsammeln oder so. Ich wüsste gar nicht, was ich die ganze Zeit wollte. Das ist mein Schiff, das irgendwo ranlandet, ja. Meine Güte, ist ja eine Goldetze. Darf ich jetzt meine unbekannten Objekte wieder suchen, oder? Spawnt einfach noch 5 Millionen davon. Das ist so. Wisst ihr, ich finde das wirklich kein bisschen übertrieben. Ich kann ja nicht in den Kampf reingehen, wenn da Objekte sind, die bei Berührung sofort kaputt sind. Weil der Autopilot. Und ich sehe die. Im Kampf natürlich nicht. Das ist so glücklich. Überhaupt nicht nervig. Man merkt schon, warum in den späteren Spielen von der Sorte so ein Quatsch dann nicht mehr drin ist. So, und jetzt muss ich rausfinden, welchen verfluchten Spielstand das war. Nehmen wir den hier. Oh Gott, und jetzt nochmal laden und nochmal in den Nebel und nochmal Asteroid. Oh. Das alles nur, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Oh, ne, das war's schon mal definitiv nicht. Spiel laden. Nee, das war's definitiv nicht. Der hier. Ich würde mir hier gerne ein paar Millionen Schilde draufhauen oder so, aber leider. Ihr ahnt schon, geht das nicht. Ich kann eine Station mit unbegrenzter Anzahl an Schilden spawnen, das ist kein Thema. Kein Ziel. Aber gut, wir machen weiter. Ich gebe hier nicht auf. Als erstes kriegen wir wohl ein bisschen Beschleunigung, damit wir hier nicht 3 Jahre brauchen. So, ist mir vollkommen egal, wie viel drauf. Danke, jawohl. Wie schnell ist mein Schiff? 118.000 Meter pro Sekunde, das ist okay. Überlichtgeschwindigkeit. Naja, noch nicht, aber.
Hier sind viel fehlt immer. So, und nochmal dann jetzt etwas Ruderoptimierung, ja nicht schlecht. Damit ich dann nicht jedes Mal von vorne anfangen muss. Ja, danke schön. Wie wendig sind wir? Sag an. 12%, naja. Eher nicht die Welt, aber es wird reichen. So, wo ist dieser verfluchte, bekiffte Nebel? In welche Richtung ist Nord? Wenn ich wüsste, wo ich auf der Karte bin, aber selbst das ist nicht möglich. So, einmal umdrehen. Und wenn das Tor ist, müssen wir in die Richtung weiter. Also hier rüber und kaputt machen. Als 1370 kann ich offensichtlich nicht fliegen, das beruhigt mich. Du bist es nicht, weiter geht's. Ist mir egal, wie viele Trümmer hier noch rumfliegen. Weiter geht's, komm. Komm. Ich hab noch mehr vor. Du bist es auch nicht. Weiter geht's. Wir sind am Nordtor, da wollten wir hin. Also hopp. Du bist es auch nicht. Weiter. Deswegen habe ich auch vorhin die Asteroiden kaputt gemacht, dass ich nicht 20 Mal im Kreis fliege, aber scheint nicht viel zu bringen. Mit denen hier. Der sieht so schön komisch aus. Was? Ist mir egal. Weiter. Es tut mir, wenn ich die Asteroiden zerstöre, wenn die mir trotzdem noch angezeigt. Was ihr für eine Ausbeute habt, interessiert mich auch, wie die Friedensfahrer meinen. So, wir sind schon wieder aus dem Nebel raus. Macht aber nichts, denn wir wissen ja, wir müssen da draußen umholen. So, mal kurz weg hier, danke. Ja, flieg einfach mal weiter, danke. So, stoppen und jetzt einmal umdrehen. Jetzt wieder rein und gucken, wo wir sind auf der Karte. Ups, Entschuldigung. Bist du auf der Stelle den Autopiloten sein lassen? Aber ich krieg einen Anfall. Wo ich war, weiß ich schon. Danke. Wieso bin ich hier unten schon wieder? So weit wollte ich danach wieder nicht. Das ist dieses Nordtor, also muss es da drüben irgendwo sein. In die Richtung fliegen wir jetzt, ein Bastard. Jetzt gibt Gummi. Ein Anfall. Ja, ist los. Hopp, hopp. Du nicht. Gut. Nächste. Wo gerade dabei sind. Die ist mir doch wurscht. Nein! Du sollst hier keinen Autopiloten machen, sonst krieg ich einen Anfall. Danke. Danke. Ja, hast du auch noch was anderes im Angebot, oder? Jetzt kommen die 12 Millionen von den Dingern. So, kein bisschen lächerlich, das Ganze. Von mir aus könnte 100 Raketen schicken, ist mir völlig wurscht. Mann, hier könnte man Station noch bauen. So, wo sind wir? Karte. Nicht mal ansatzweise da, wo wir hinwollen. Zack, die Richtung. Vollgas. Mein Gott, wohin fliegen wir denn hier eigentlich? Karte. Was ist das für eine Aufmachung hier? Karte.
Machen wir sie alle kaputt. Ist mir völlig egal. Drauf los. Der nächste bitte. Ich glaube, vorhin waren wir noch nah am Tor. Vollkommen wurscht. Total überflüssig die Rakete gerade, aber gut. Mit Regalen, wenn hier 12 Millionen Schiffe rumfliegen. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre. Für Ihre Dank ist mir gerade ziemlich wurscht. Kümmert euch lieber um, dass diese Idioten hier verschwinden. Da tauchen nämlich sofort für den nächsten auf. Das ist unglaublich. Na komm, mach ihn hier. Lass die Raketen aber fliegen mit deinem Tempo. So, weiter geht's. Karte. Faszinierend. Könnt ihr den Autopiloten jetzt kämpfen lassen, aber das Spawn ununterbrochen neu, das ist so gescriptet. Und das geht mir langsam echt sowas aus, Kekse. So, nördlich des Nordtors. Wo zum... Ah, Mann, ich hasse diese Übersichtskarte. So, da waren wir schon mal. Und der ändert jetzt jedes Mal seine Position an der Wand. Ich kann euch schon allein dafür nicht ausstehen. Was ist los? Ja. Okay, dann muss ich... Also entweder finde ich jetzt eine Lösung noch heute oder ich springe dann zu X3. Das wird mir jetzt echt nur mal zu blöd. Bis dahin. Xena.